Heute gucken wir uns unsere Instandhaltungsfunktion an. Das Webinar ist Teil einer kompletten Serie. Wir sind heute im fünften Teil, zwei weitere Teile mit dem Projektmanagement und mit der Usability-Erweiterung. Die folgen noch. Die müssten in der, ich glaube, nächste Woche und in der überübernächsten Woche sein. Dazu gerne anmelden. So, was macht unsere Instandhaltung? Wir können darüber eine regelmäßige oder auch vorbeugende Wartung durchführen. Sprich, wir können die tageweise einplanen, dass wir beispielsweise sagen, ich will jeden Monat irgendwas untersuchen oder auch nach bestimmten Zählerständen. Sprich, ich habe 500 Teile produziert, will dann, dass ich das Werkzeug überprüfe oder die Ressource. Das wird dann automatisiert vom System eingeplant. Natürlich habe ich da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die mir das Ganze natürlich erleichtern. Die gucken wir uns aber später einfach im System auch noch an. Das Ganze kann natürlich auch automatisiert Fertigungsaufträge anlegen und das erleichtert natürlich dann die komplette Planbarkeit. Sprich, ich habe den Fertigungsauftrag drin, kann die auf diesen zurückmelden, kann ihn auch entsprechend einplanen. Und wenn ich Material hinterlegt habe, ist das natürlich dann auch im MRP sichtbar und vom Einkauf kann es dann entsprechend beschafft werden. Ebenso, wenn was verbraucht wird, kann ich das natürlich auch gesammelt darüber rückmelden, sodass ich dann ein geschlossenes System habe und wirklich alles nachvollziehen kann, was in der Instandhaltung gemacht wurde. Hier sehen wir einmal schon mal im Überblick, wie die Fenster aussehen. Das gucken wir uns jetzt gleich aber einfach mal im Live-System noch an. Man kann diverse Szenarien anlegen für verschiedene Typen, ob es Ressourcen sind, ob es Werkzeuge sind, ob es beispielsweise auch externe Seriennummern sind oder auch für Kunden, Kundenausrüstung, sodass man darüber wirklich die Wartung steuern kann. Ich habe darüber die Rückverfolgbarkeit, eine komplette Historie, kann sehen, was wurde an welchem Zeitpunkt gemacht, und kann das Ganze im System entsprechend einplanen. Wenn ich das Ganze noch mit dem Stillstand verbinden will, ist die Ressource natürlich dann auch geblockt oder auch natürlich das Werkzeug, Kundenequipment und so weiter, sodass der MRP bzw. das APS dann entsprechend auch da rumplant, sodass da halt eben nicht die komplette Kapazität zur Verfügung steht. So, dann gucken wir uns das Ganze einmal im System an. Keinen Kontakt aufbauen. Im Hintergrund sehen wir das Wartungsdashboard. Das ist Teil unseres B1-Ups. So wie wir es hier sehen, ist es einfach im Standard konfiguriert. Kann man natürlich anpassen. Vielleicht noch nebenher ein nettes Tool, was einen natürlich auch ein bisschen unterstützt. So, die Wartung als solche ist im Punkt Service. Wir haben ja einmal die interne und die externe Wartung und unter Wartungsaufträge sehen wir alle Wartungsaufträge, die offen sind oder auch schon geplant sind. Also hier können wir uns dann wirklich anzeigen lassen, was haben wir alles. Wenn ich auf alle gehe, dann sehe ich wirklich, was steht in Zukunft an. Ich sehe hier, ich habe zwei verschiedene Fälle. Einmal normale Maintenance Order und einmal meine Preventive, die einfach vorbeugend ist und einfach immer am 1. des Monats ausgeführt wird. Das gucken wir uns jetzt aber einfach mal im Detail an. Die interne und die externe Wartung sind recht ähnlich. Ich habe da einfach nur eine unterschiedliche Filterung, dass die interne halt wirklich meine internen Sachen darstellt und die externe, wie der Name es vermuten lässt, eher auf externe Utensilien abzielt. So, in dieser Übersicht sehe ich jetzt, was ich für Wartungsszenarien angelegt habe. In meinem Fall ist es nur eins. Ich habe hier unten die Funktion, natürlich das Szenario zu öffnen. Ich kann Dokumente hinterlegen oder ich kann auch den automatischen Task laufen lassen. Wenn ich mit dem BEAS Service arbeite, ist der automatische Task hinfällig, weil dieser einfach im Hintergrund durchläuft und die entsprechenden Wartungsaufpläne einplant, die Zählerstände hochsetzt und so weiter.
So, wenn wir in den Wartungsplan reingehen, sehen wir natürlich, wir müssen ihm eine entsprechende ID geben. Die sollte natürlich einmalig sein. Eine Beschreibung, was ist es denn? Ist es eine allgemeine Wartung? Es wird natürlich auch Sinn machen, das entsprechend für die Ressource, fürs Werkzeug entsprechend zu benennen. Und ich kann ihm auch verschiedene Stati mitgeben. Ist es wirklich schon komplett? Ist es gestartet, nicht gestartet? Hat in dem Verhältnis hier jetzt aber nicht so die große Bewandtnis. Wichtig ist der Herkunftstyp. Wie schon vorher angemerkt, habe ich hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich kann einmal mein Werkzeug hinterlegen, meine Ressource, meine Seriennummern oder auch mein Kundenequipment. Das ist ja relativ wichtig, weil von diesem Punkt aus werden halt dann wirklich die Wartungen geplant. Sprich, in meinem Fall wird komplett die Ressource 0 Gen Resource 1 geplant. Sprich, alles, was auf die Ressource gemeldet wird, wird als Zähler erfasst und darüber wird dann auch die Wartung gesteuert. Im unteren Punkt habe ich noch verschiedene erweiterte Daten, die ich mitgeben kann. Beispielsweise handelt es sich um einen Artikel? Gibt es eine entsprechende Bezeichnung? Noch eine weitere Seriennummer? Ist es von einem Kunden bezogen? Ich kann hier auch noch einen separaten manuellen Zählerwert eingeben. Sprich, wenn ich mit der Wartung im laufenden Prozess starte, habe ich irgendwo schon einen Zählerwert, den ich dann vielleicht mitgeben will und nicht bei Null starten will. Kontakt kann ich entsprechend noch festlegen, gerade wenn es dann Kundenequipment ist. Wer ist beispielsweise Geschäftspartner oder ist es auch bei einer Ressource, dass ich den Geschäftspartner beispielsweise den Hersteller, sodass ich diesen kontaktieren kann. Genauso auch Lieferanten. Das sind einfach Informationen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Und erweitert kann ich noch entsprechend die Farbe und das Icon ändern. So, dann gucken wir mal in den Wartungsplan rein. Wie wir vorhin schon in der Übersicht gesehen haben, habe ich zwei Wartungspläne hinterlegt. Einmal meine Predictive und einmal meine Preventive Maintenance, in dem Fall regelmäßige und vorbeugende Wartung. Das können natürlich auch noch mehrere Pläne sein. Da kann man, ja, ich sag mal, recht viel hinterlegen, wenn ich auch verschiedene Verbrauchsgüter habe. Sprich, alle 500 Teile muss ich beispielsweise das Öl wechseln, alle 2000 Teile wechsle ich aber auch den Filter. Dann kann ich hier entsprechend verschiedene Pläne anlegen, die dann entsprechend separat greifen. So, dann gehen wir einmal in den ersten rein. Und hier sehen wir dann unter den Stammdaten, ich kann eine Stückliste hinterlegen und auch eine Auftragsempfehlung aktivieren. Ist die Auftragsempfehlung aktiviert, sehe ich das Ganze natürlich auch im MRP und kann es entsprechend beplanen. Die Stückliste und der Arbeitsplan werden dann natürlich bei der Erstellung des Fertigungsauftrags berücksichtigt. So, das wie vorhin schon angemerkt, ich habe es im MRP drin und ich kann über den Einkauf dann auch das entsprechende Material bestellen, sodass ich dann wirklich sehe, ist es da, kann ich mit der Wartung überhaupt anfangen oder muss ich die Wartung entsprechend verschieben, weil ich beispielsweise gar keinen Bestand habe. Baugruppe kann ich entsprechend auch hinterlegen, dann wird sich natürlich Stückliste und Arbeitsplan aus der Baugruppe mitziehen. Fertigungsauftrag steht ja auf automatisch, sprich, er wird automatisch angelegt. Ich kann das Ganze auch auf manuell stellen oder auch sagen, ich will gar keinen Fertigungsauftrag erstellen. Fertigungsaufträge sind beispielsweise nur für den normalen Shopfloor da, und die Wartung ist losgelöst, nur in der Instandhaltung, nur in dem Modul vorhanden. Vortermin, das gibt mir einfach den Puffer für die Planbarkeit, in diesem Fall sind es 30 Tage, sprich der automatische Task, den wir gerade schon als Button gesehen haben oder auch als Service-Job, wird also für die nächsten 30 Tage die Wartung schon erstellen, sprich den Fertigungsauftrag und Stillstände und so weiter. Es hilft einfach da, dass ich mir das System nicht so ganz zumülle und beispielsweise dann Fertigungsaufträge für die nächsten 10 Jahre im System habe, die im Endeffekt keinen irgendwo interessieren, sondern dass er wirklich dann immer 30 Tage vorangeht oder wenn man es hochsetzt, auch um 90 Tage, sodass man 3 Monate Wartung hat, und dass man dann einfach eine bessere Beplanbarkeit hat.
Fertigungstyp steht hier auf Instandhaltung, macht einfach Sinn an der Stelle. Im unteren Fenster kann ich dann noch einstellen, soll der Stillstand automatisch gesetzt werden? Ja, meistens macht das Sinn. Die Ressource in dem Fall steht dann auch nicht zur Verfügung und ich will automatischen Stillstand drin haben. Sprich, die Kapazität wird geblockt, es ist ein Stillstand drin. Ich könnte den Stillstand auch manuell dann wieder freigeben, wenn ich schneller fertig wäre. Aber somit wird sie dann erstmal geblockt. Die Gründe kann ich entsprechend auch auswählen. Ist es in unserem Fall einfach eine normale Wartung oder ist die Maschine vielleicht kaputt? Aber Maschine kaputt wird eher Sinn ergeben, wenn ich wirklich den Stillstand irgendwo manuell auf dem Shopfloor mitgebe. Bemerkung kann ich entsprechend auch noch mitgeben und wählbar könnte ich den Wartungsplan dann auch bei einem Stillstandsgrund geben. So, dann gehen wir mal weiter zur Planung. Hier sehe ich dann schon mal, was ist geplant in dem jeweiligen Monat oder wenn ich weiterblätter in den nächsten Monaten. Was ich in diesem Fall gemacht habe, die Predictive, wenn wir weitergehen, hat nur die Zählerwerte. Sprich, wenn 5 Fertigteile produziert wurde, wird der Wartungsplan aktiv oder nach 10 Stunden oder aber auch nach 90 Tagen nach der letzten Wartung, was auch immer zuerst auftritt. Aktuell sehen wir, die letzte Wartung war heute Mittag. Da habe ich das System einmal nochmal durchgetestet, habe die Wartungsaufträge geschlossen. Seitdem wurden keine Fertigteile produziert, Stunden wurden auch keine gebucht und ja, die Tage so von heute sind es natürlich auch nur einen Tag. Das werden wir jetzt gleich einmal ausprobieren, wie das Ganze im System dann läuft, sodass man auch sieht, der Zähler zählt hoch und was dann im System passiert. Noch einmal zurück auf den Kalender. Ich sehe auch die Preventive Maintenance. Das wäre der andere Wartungsplan, den ich hatte. Dieser ist recht ähnlich aufgebaut. Der einzige Unterschied ist, ich habe keine Zählerdaten mit ihm mitgegeben, sondern habe einfach nur gesagt, legt mir den Auftrag immer für den ersten an. In diesem Fall den 30. hatte ich auch einmal ausgewählt zum Testen. Aber man sieht hier, es ist immer der erste des Monats. Das kann ich einfach machen, wenn ich sage, ich will einen Auftrag neu vergeben, gehe auf Wiederholen und sage dann einfach, wiederhole ihn beispielsweise jeden Monat am 1. So wird der Auftrag dann einfach immer eingeplant und wird dann vom System automatisch einfach ja, verteilt und entsprechend den Stammdaten mit Vortermin entsprechend eingespielt. So. Dann haben wir hier noch den weiteren Reiter Wartungsaufträge. Wie schon angemerkt, ich habe hier eine Übersicht aller Aufträge, die in dem Szenario hinterlegt sind, welchen Status sie haben, ist vielleicht gerade was in Arbeit, ist was geplant, sodass ich hier auch eine schöne Übersicht habe, um einfach dann zu sehen, was wurde wann gemacht. Natürlich können da, wenn ich jetzt einmal draufgehe, auch entsprechend Sachen hinterlegt werden. Die Stückliste, was wurde verbraucht, wie sah mein Arbeitsplan aus, gab es Stillstände oder auch Dokumente. Genauso Bemerkungen kann ich natürlich auch hinterlegen, sodass ich wirklich sehen kann, was wurde gemacht. So, dann, wie gerade angekündigt, gucken wir uns einmal den Zähler an. Er war auf 0. Ich starte jetzt einmal gerade den Webserver, um dann entsprechend rückzumelden. Das Ganze könnte ich natürlich auch normal im System machen. Ich finde es über die Terminal-Funktion aber eigentlich immer recht schön. So, dann wählen wir einmal die richtige Ressource aus. Das war ja die One. Und wir sagen jetzt einfach mal von der Zeit her, wir haben um 11 Uhr gestartet heute, bis gerade, haben einen Teil produziert. Und speichern das Ganze mal. Die Buchungen laufen jetzt eben gerade durch. Aber kurz die Sekunde warten, bis die Zeitrückmeldung erstellt wurde. Webserver lasse ich mir mal offen. Und ich öffne die Wartung jetzt einmal erneut. Lass einmal den automatischen Task laufen.
Und wenn ich jetzt den Wartungsplan wieder öffne, dann sehe ich aktuell unter Zähler noch nichts. Das sollte eigentlich nicht so sein. Vielleicht braucht das System noch eine Sekunde, bis es wirklich alles hat. Noch einmal den automatischen Task laufen. Und wir sehen immer noch nichts. Ja, der typische Vorführeffekt. Als ich das heute Mittag getestet hatte, hat es entsprechend auch funktioniert, sodass es auch automatisch eingeplant wurde. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, woran es liegt. Gegebenenfalls hängt der Service ein bisschen, auch wenn der ja, Service-Job als automatischer Task oder als One-Automatic-Task eigentlich normalerweise normal durchlaufen sollte. Ich würde jetzt einmal einfach noch eine Buchung machen. Vielleicht klappt es dann. Der typische Vorführeffekt. Nehmen wir mal diese hier. Wählen wieder eine Zeit aus. Ich ändere sie jetzt einfach mal. Jetzt habe ich auch noch einen Buchungsfehler. Jetzt scheint es richtig gut zu laufen. Dann wählen wir mal entsprechend diesen Auftrag aus. Auch mit Buchungsfehler. Ja. Das Ganze sollte natürlich eigentlich nicht so passieren. Zähler zählt immer noch nicht hoch. Ich lösche einmal gerade den Zähler raus. Vielleicht hängt dieser auch ein bisschen. Nein, vielleicht werden wir es im Anschluss einfach noch einmal testen. Ja, jedenfalls, was jetzt eigentlich passieren sollte. Es wird automatisch ein Wartungsauftrag angelegt. In diesem Fall wäre das dann mein entsprechender Predictive. Als Beispiel einmal diesen hier, den ich heute Mittag abgeschlossen hatte. Ich sehe dann in diesem Vorgang, was ist alles drin. Ich habe beispielsweise meine Stückliste, die ich dann bestellen kann, wie angemerkt. Ich habe den Arbeitsplan, auf den ich dann auch zurückmelden kann. Die Zeit, die auch geplant ist. Es wurde ein Stillstand erstellt, der dann entsprechend in diesem Fall die Ressource blockt, sodass ich dann einfach hier mit dem Wartungsauftrag dann arbeiten kann. Gucke ich mir das Ganze jetzt einmal auf Ressourcenebene an. Dann sehe ich auch bei der Ressource 1 unter der Planung, dass entsprechend das System weniger Zeit zur Verfügung hat. In diesem Fall, Plan 30, Tag 30, war ein Wartungsauftrag mit Stillstand entsprechend eingeplant. Tag 30 ist jetzt gerade nichts verfügbar. Am 1. merke ich es aber auch, da steckt halt auch die Wartung schon drin. Sehe ich in diesem Fall immer am 1. steckt meine Wartung mit drin. Gehe ich ein bisschen weiter, ist aber der Planungshorizont nicht so hoch, dass hier natürlich die volle Kapazität noch zur Verfügung steht. Das waren die vorbelegten Tage, wie vorhin schon angekündigt. Ja, was würde ich dann mit dem Wartungsauftrag machen? Zum einen, wie schon angemerkt, ist unter der Produktion dann der entsprechende Fertigungsauftrag angelegt mit dem Symbol Wartung. Ich könnte dann hier drauf ganz normal zurückmelden. Ich könnte natürlich in meinem Fall das Öl auch mitbestellen, könnte natürlich auch die Zeiten dann entsprechend auswerten. Oder
beziehungsweise und. Ich würde dann über die Wartungsaufträge entsprechenden Auftrag bearbeiten, wo ich dann einfach sagen kann, alles klar, der Auftrag ist jetzt beispielsweise in Arbeit, sodass ich dann hierüber auch beispielsweise Zeiten melden könnte. Wenn ich mir das Ganze im Terminal angucke, gibt es da natürlich auch eine Funktion. Ich öffne mal einmal das normale Windows-Terminal. Dauert einen Moment. So. So, und hier gibt es natürlich auch die Funktion Wartungsaufträge. Wähle ich diese aus, habe ich es wie gerade auch schon, in dem Fall die heutigen. Ich könnte jetzt auch noch auswählen, welche sind alle geplant. Öffne ich einen, kann ich hier diesen natürlich auch den Status ändern, oder ihn auch auf erledigt ändern. So, melde ich den Auftrag dann natürlich auch abgeschlossen. Dann wird natürlich auch der Stillstand entsprechend wieder freigegeben. Die Ressource ist dann wieder beplanbar, steht zur Verfügung, sodass ich sie ja, vom APS auch direkt wieder beplanen lassen könnte.